Hallo, ihr Lieben. Ich habe hier eine Maske. Die möchte ich euch vorstellen. Und zwar ist es eine Lippenmaske. Wir kennen Augenmasken, Augengels. Da habe ich übrigens auch zwei tolle hier, die ich euch unbedingt empfehlen möchte. Aber die Kosmetikindustrie hat jetzt auch Masken für uns entwickelt. Masken, die wir auf den ganzen Mund legen. Ich habe jetzt speziell diese... Gibt es Rose Lips und Shea Butter Lip Mask. Und zwar mit einer ultrahaftenden Biozellulose-Unterstützung ist diese Maske, also Biozell, perfekt auf die Konturen unserer Lippen und des Mundes abgestimmt und hilft die Haut, diese empfindliche Haut um den Mund herum, und auch die Lippen selbst mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wir cremen sie zwar ein oder nehmen Labello oder irgendwelche Lippenpflegeprodukte. Hier oben, ja, kriegt vielleicht die Haut so ein bisschen Feuchtigkeit ab. Aber durch unsere Mimik, unser Lachen, Sprechen, Essen, Trinken, alles was wir machen, Atmen, beanspruchen wir diese sehr dünne Haut doch. Und im Laufe unseres Lebens graben sich dann so kleine Linien und Fältchen ein. Und so eine Maske verhilft uns, sagen sie, dass die Haut wieder so ein bisschen aufgepolstert wird. Natürlich nicht von unten, dann müsste man spritzen, die Hautoberfläche, dass sie so ein bisschen aufgeboostert wird. Ich werde das mal gleich mit euch probieren, aber diese beiden von Hollywood Skin, das ist Made in Germany, Berlin, gibt es bei Douglas. Das einmal mit Vitamin E und Kollagen. Und mit Vitamin B5 und Hyaluronsäure, das sind diese Gels. Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt. Die sind so fantastisch. Die sind anders als diese, wir kennen die ja vielleicht von Nivea, solche, wenn man sich solche weißen Strips hier unter die Augen legt, die dann so trocken werden. Das sind so Gelmasken. Das ist so ein ziemlich ein paar Millimeter dickes Gel, was auch schön hier weit nach hinten geht, weil hier ist es ja auch faltig, ne? Unsere Mimikfältchen, und das kann man wunderbar drauflegen und damit rumlaufen und auch reden, also da fällt doch nichts ab. Und die Haut ist wirklich für diesen Tag dann schön gestrafft, diese Haut unter den Augen. Sieht klasse aus. Ich glaube, die kosten so um die 3 Euro und die kostet auch 3,99 oder 4,99, ich weiß es nicht genau. Ist ganz schön teuer, deshalb möchte ich die jetzt mal mit euch aufmachen. Also ich habe das selber noch nicht probiert. Ich werde die auflegen und werde euch das dann das Ergebnis vorführen. Wenn man das denn sieht. Aber ich kann euch mein Gefühl dazu mitteilen. So, ritsch, ratsch, auf. Und dann heißt es, also mein Gott, das durchsichtige Teil abnehmen. So, also man kann auch sprechen damit. Ich hatte das Ding jetzt eine Viertelstunde drauf und also ich habe das nochmal so ein bisschen drapiert. Ich hatte hier vorhin keinen Spiegel stehen und deshalb habe ich das so nach Gefühl gemacht. Also diese Maske kann man sehr schön anpassen. Auf die Lippenkontur, also an die Lippenkontur anpassen. Man kann, wie gesagt, auch reden. Empfohlen wird, nicht zu reden. Ich kriege den Mund gar nicht richtig auf. Ich werde das gute Stück jetzt abnehmen. Ey, voilà. Ja, ich muss sagen, man muss jetzt nicht unbedingt über die Lippen lecken. Hier ist natürlich noch was drin, das kann man noch so ein bisschen sich dann... Überschüssige Flüssigkeit aus dem Tütchen kann man sich natürlich so ein bisschen hier noch aufgeben.
Fazit. Lippenmasken finde ich sinnvoll. Sie ist natürlich für 4 Euro ganz schön teuer, muss ich schon sagen. 4 Euro für so eine Maske oder 4,99, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber ab und zu kann man sich das ja mal gönnen. Die Lippen sind ganz, ganz weich. Die Kontur, also die Fältchen sind so ein bisschen, ist so ein bisschen, ich habe schon so einen Booster-Effekt. Ich kenne sie von anderen Marken noch nicht. Es gibt ja so viele asiatische Marken jetzt auch in den Drogerien, also Marken, die ich noch nie vorher gesehen habe, die alle Lippenmasken anbieten, Augenmasken und natürlich diese, unsere geliebten Tuchmasken. Da bin ich übrigens auch weiter am Probieren und werde euch da nochmal einige vorstellen und mein Fazit dazu, weil ich probiere jetzt immer wieder andere aus. Immer wieder die gleiche, aber ich probiere fast jeden Tag eine Maske aus. Kann man nichts falsch machen. Also wichtig ist, also das Drapieren war jetzt, weil ich es nicht geübt habe vorher, das war jetzt ein bisschen blöd für euch vielleicht. Also das Ding ist hier dazwischen, man muss es eins abziehen, drauflegen und dann das andere abziehen. Ja. Und dann... also... Empfehlung, ja oder nein? Ich würde sagen, so... Das ist alles auch eine Geldfrage. Wer sich das leisten kann, kann sie es. Also sie schadet auf keinen Fall. Was mich sehr überrascht hat bei Sephora, dass das Biozellulose ist. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Weil ich hatte euch schon mal in irgendeinem Maskenvideo gesagt, dass nicht alle Tuchmasken von besonders hochwertiger Qualität sind. Ich möchte jetzt keinen Namen weiter sagen, aber es kommt auf diese Zellulose an. Ob das Bio ist oder ob das hochwertig ist. Gelmasken sind absolut optimal, da gibt es auch fantastische von. Aber ich glaube, man muss so zwischen 2 und 4 Euro investieren für eine richtig gute Tuchmaske. Weil diese preiswerteren mit nicht so hochwertigem Zellulose, das trocknet dann aus. Dann habt ihr genau den anderen Effekt. Das ist zwar dann kühl und feucht auf der Haut, aber wenn ihr das abnehmt, wird das dann trocken. Und das habe ich selbst schon gespürt. Also das gebe ich jetzt nicht irgendwie nur wieder, weil ich das gelesen habe, das habe ich selbst gespürt. Und ne, das ist ja ein Kanal zum Erfahrungen sammeln. Ja, Lippenmaske von Sephora ist okay, ist verhältnismäßig teuer, aber man kann es machen. Also es ist auf jeden Fall nicht ein No-Go. Ne? Und die nochmal, diese Hollywood Skin, ich verlinke die euch gerne mal bei Amazon, weil viele Frauen kaufen ja bei Amazon. Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die alles über Amazon kaufen. Ich verlinke euch die mal. Ich weiß nicht, ob die da jetzt teurer sind als im Douglas. Aber nicht jeder wohnt in der Nähe von einem Douglas. Und auch nicht jeder Douglas hat das. Das sind nur diese großen Filialen, die diese Specials führen. Die sind wirklich toll. Mann, oh Mann. Ja, unsere Falten, ne? Unsere Linien und Furchen, die wir uns im Leben so holen, die natürlich auch einen gewissen Charme haben. Aber, wie sagt man so schön, gepflegte Falten sind immerhin schöner, ansehnlicher als ungepflegte. Und wir pflegen uns ja. Alle, die hier auf diesen Kanälen unterwegs sind, pflegen sich. Sonst würden sie ja sich nicht solche Videos anschauen. Das ist jetzt meine Meinung oder mein, denke ich so. Ja, okay, ihr Süßen, bevor ich jetzt anfange, totalen Blödsinn zu reden, mache ich lieber mal Schluss. Das war so mal so ein kurzer Einspieler. Lippenmaske von Sephora gibt es, wie gesagt, Rose Lip Mask oder Shea Butter. Die kann ich mir dann im Winter ganz gut vorstellen. Die ist ein bisschen reichhaltiger. Die Rose ist tendenziell feuchtigkeitsspendend. Ihr Süßen, au revoir, macht's gut. Habt einen tollen Tag und seid gut zu euch.